Hallo zusammen, heute werden wir euch einen kleinen Leitfaden geben, wie ihr ein Auslandssemester an der Universität Paderborn überleben könnt. Das Studium im Ausland wird Spaß machen und ihr werdet viele neue Freunde kennenlernen, aber es gibt einige Dinge, die ihr zuerst behandeln müsst, bevor ihr mit eurem Studium beginnen könnt. Wir werden sie durch den Prozess und den Papierkram führen, den sie brauchen, um sich in Paderborn auf den Weg zu machen. Beginnen wir damit, was sie tun können, bevor sie die USA verlassen, und mit einigen Vorbereitungen, die ihnen helfen werden, Zeit zu sparen, während sie in Paderborn anfangen. Vorbereitung vor dem Flug. Bevor Sie nach Paderborn fliegen, sollten Sie mit dem Studierendenwerk der Universität in Kontakt treten, um Ihren Wohnungsvertrag zu klären, damit Sie wissen, wo Sie wohnen werden, wie hoch Ihre Miete ist, wann Sie einziehen und wann Sie ausziehen und so weiter. Melden Sie sich bei der Bewerbung für das Bodyprogramm an, damit Ihnen ein deutscher Student bei allem helfen kann, was Sie brauchen. Bitte zahlen Sie die Kaution vor Ihrer Abreise, damit der Einzug so problemlos wie möglich verläuft. Es wäre auch ratsam, Ihre Reise im Voraus zu planen, wo Sie in Deutschland landen, da Sie nicht direkt nach Paderborn fliegen werden. Die beliebtesten Städte für die Einreise nach Paderborn sind Düsseldorf und Frankfurt am Main Flughäfen. Sie müssen Ihren Weg vom Flughafen nach Paderborn finden. Es ist am besten, diese Reise vorher zu planen und Ihre Zugtickets im Voraus zu buchen. Sagen Sie Ihrem Paderborner Freund auch, wann Sie ankommen, damit sie Ihnen bei der Einwöhnung helfen kann. Belege deine Reisekosten, damit die Stiftung Halle sie dir zurückzahlen kann. Koordinieren Sie Ihren Flug so, dass Ihr Einzugsdatum mit Ihrem Anreisedatum übereinstimmt. Es gibt eine nette Herberge in unmittelbarer Nähe des Paderborner Hauptbahnhofs, B&B. Es könnte eine gute Idee sein, dort ein Zimmer zu buchen, damit Sie eine bequeme Bleiben haben, bevor Sie in den Vogeliusweg sehen können. Der erste Termin, den Sie wahrnehmen sollten, ist für Ihr deutsches Bankkonto. Wir haben alle die Sparkasse genutzt und der Vorgang war sehr einfach. Als Empfehlung würde ich den Banktermin nach am selben Tag morgens oder am Tag vor der Einzugstermin vereinbaren. Gehen Sie unbedingt zur Sparkasse Paderborn-Detmold. Sie ist nicht weit von der Uni und vom Vogeliusweg entfernt. Hier können Sie einen Termin vereinbaren. Vereinbaren Sie dafür unbedingt einen Termin, denn die Öffnungszeiten der deutschen Banken sind ziemlich knapp bemessen. Als nächstes sollten Sie einen Termin für Ihre Krankenversicherung vereinbaren. Die Versicherung hier ist billig und einfach zu nutzen, wenn Sie es jemals brauchen. Ich empfehle Ihnen, diesen Termin 1 bis 3 Tage nach Ihrem Einzugsdatum zu vereinbaren. Zuerst ist Ihre deutsche Krankenversicherung hier sehr wichtig, weil Sie sie brauchen, um sich für Kurse einschreiben zu können und um als TA an der Universität zu arbeiten. Es ist auch sehr einfach, Ihre Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen, wenn Sie zum Arzt gehen müssen. Es gibt mehrere Krankenhäuser und Ärzte in die Nähe von der Universität. Das Brüderkrankenhaus ist das größte Krankenhaus in der Nähe, aber es ist nur für Notfälle. Ich musste zum Arzt neben dem Brüderkrankenhaus gehen, da mein Fall kein Notfall war. Der längste Teil war die Wartezeit, da sie erst um 18 Uhr öffnete. Wenn man in Deutschland versichert ist, erhält
man eine Versicherungskarte mit all seinen Daten und muss diese Karte bei jedem Arztbesuch bei sich tragen. Nachdem ich gewartet hatte, kam eine Krankenschwester und fragte mich nach meinen Beschwerden, die ich ihr schilderte, und dann fragte sie mich nach einer Telefonnummer und sagte mir, ich sollte meine TK-Versicherungskarte in eine Maschine stecken und dann in eine Wartezimmer für den Arzt gehen. Das Gerät las alle meine Daten von der Karte ab und ich musste nicht schreiben oder irgendwelche Papiere ausfüllen. Ich war dann beim Arzt und er gab mir eine Krankenmeldung und meine Rezepte, die ich dann gegenüber in die Apotheke einlöste. Und meine einzige Ausgaben waren die Medikamente, die ich in der Apotheke kaufte. Der nächste Termin, den sie vereinbaren sollten, ist der mit dem Einwohneramt. Als Empfehlung würde ich diesen Termin eine Woche nach ihrem Einzugstermin ansetzen, um ihnen etwas Zeit zu geben, sich an alles zu gewöhnen. Als letztes müssen Sie einen Termin mit der Ausländerbehörde vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Termin in Paderborn wahrnehmen können, nachdem Sie alle vorherigen Termine wahrgenommen haben. Machen Sie sich darüber erst einmal keine Gedanken. Als Amerikaner haben 90 Tage Zeit, bis Ihr Touristenvisum abläuft. Ich werde Ihnen später zeigen, wie Sie einen Termin vereinbaren können. One eternity later. Flughafen und Anreise. Es gibt mehrere Flughäfen in Deutschland, die Sie anfliegen können, um nach Paderborn zu kommen. Aus Georgia kommend ist eine beliebte Fluggesellschaft, die wir alle benutzen haben, Delta. Mit Delta kann man direkt nach Frankfurt am Main oder nach Düsseldorf mit einem Zwischenstopp in Amsterdam oder Paris fliegen. Wir sind alle nach Düsseldorf geflogen. Und die Reise vom Flughafen nach Paderborn kann ziemlich einfach sein. Am Düsseldorfer Flughafen gibt es einen Bahnhof namens Düsseldorfer Flughafenbahnhof. Es gibt eine bequeme Schwebebahn, die Sie vom Flughafen zum Flughafenbahnhof bringt, wo Sie Ihren Zug nach Paderborn nehmen können. Es gibt viele verschiedene Strecken und Züge, mit denen Sie von Düsseldorf Flughafen nach Paderborn fahren können. Also informieren Sie sich vorher, welche Zug Sie nehmen möchten. Es ist auch am besten,
wenn Sie Ihre Fahrkarten im Voraus kaufen und entweder eine digitale Kopie auf der DB-App oder eine physische Kopie Ihrer Fahrkarten haben. Sie können auch am Bahnhof eine Fahrkarte kaufen, wenn Sie das bevorzugen. Leider haben Sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Semesterticket. Und ein besonderes Hinweis für 2023. In diesem Sommer gibt es ein 9-Euro-Ticket, mit dem Sie in alle regionalen Zügen in ganz Deutschland fahren können. Umzug nach Paderborn. Von einem der Flughäfen kommt Sie im Paderborner Hauptbahnhof an. Was machen Sie jetzt? An diesem Punkt sollten Sie zwei Aufgaben haben. Sie müssen dein Bankkonto einrichten und in den Vogelius wegsehen. Auch hier sollten Sie eine Nacht in der Herberge neben dem Paderborner Hauptbahnhof B&B verbringen, damit Sie einen Tag Zeit hast, um dein Bankkonto einzurichten und den Vogelius-Weg zu sehen. Zurzeit wird ein Hotel in den Hauptbahnhof gebaut, das sich aber noch im Bau befindet. Als erstes sollten Sie Ihr Bankkonto einrichten. Halten Sie Ihren Reisepass, einige Euro und Ihren Studentennachweis bereit. Bevor Sie in Paderborn ankommen, sollten der Paderborner Austauschkoordinator Ihnen ein E-Mail mit Ihrem Studiennachweis und der Matrikelnummer geschickt haben. Nach Ihrem Banktermin können Sie nun zum Vogeliusweg gehen und einsehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit den Hausmeistern und Studienwerkskoordinatoren Kontakt aufgenommen haben, damit Sie wissen, wann Sie kommen und Ihnen die Schlüssel übergeben können. Sie müssen die Kaution bezahlen, bevor Sie die Schlüssel erhalten. Auch hier können Sie die Kaution vor Ihrer Abreise nach Deutschland bezahlen. Nach dem Einzug müssen Sie einige Dokumente abgeben, die Sie vom Hausmeister erhalten. Versuchen Sie, diese Dokumente abzugeben, nachdem Sie Ihr Gepäck in Ihrem Zimmer abgestellt haben, damit Sie das aus dem Weg räumen können. So können Sie sicherstellen, dass Sie so schnell wie möglich Internet haben. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eingezogen. Ihre nächste Termin sollten bei der TK sein. Bringen Sie unbedingt Ihre Kontodaten, Ihren Pass, den Studiennachweis und Ihre Matrikelnummer mit. Ihre nächste Termin sollten beim Einwohneramt sein. Nachdem Sie deine Unterlagen beim Studierendenwerk abgegeben haben, schickt man dir eine Wohnungsgeberbescheinigung. Bringen Sie diese unbedingt mit. Der letzte Termin ist bei der Ausländerbehörde.
Es ist sehr wichtig, dass Sie diesen Termin so schnell wie möglich wahrnehmen. Vor allem, wenn Sie an der Uni als Lehrassistent arbeiten werden. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie mitbringen müssen. Aber wenn Sie einen Termin vereinbaren, wird man Ihnen alles sagen, was Sie brauchen. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind bereit für den Erfolg. Verschiedene Dinge. Ihr Telefon im Ausland benutzen. In der ganzen Stadt und in vielen Restaurants hier in Paderborn gibt es kostenloses WLAN. Es ist auch ein WLAN-Netzwerk, bei dem Sie sich anmelden müssen, um es an der Universität nutzen zu können. Je nach Ihrem Dienstanbieter in den USA gibt es die Möglichkeit, einen Europapass zu nutzen, ohne die SIM-Karte wechseln zu müssen. Aber diese Option wird wahrscheinlich teuer sein. Eine weitere gute Möglichkeit ist AldiTalk, wo Sie eine SIM-Karte und einen Plan von Aldi kaufen und Ihren Daten nach Bedarf aufladen können. Beachten Sie, dass Ihr Telefon von Ihrem amerikanischen Dienstanbieter freigeschaltet sein muss. Sonst können Sie die SIM-Karte nicht wechseln. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Einige Telefonanbieter bieten internationale Tarife an, wie zum Beispiel T-Mobile. Es ist nicht das schnellste Internet, aber kann man trotzdem bei Google suchen, Google Maps benutzen und andere kleinere Dinge. Erwarten Sie nur nicht, dass Sie YouTube ohne Wi-Fi anschauen können. In Deutschland gibt es viele Hotspots, die man nutzen kann, aber es könnte nicht die perfekte Zeit sein, um abzuschalten, auf Entdeckungsreise zu gehen und eine Menge Leute zu treffen. Delicard. Die Delicard ist wichtig, denn mit ihr können Sie in der Unimensa für Essen bezahlen und auch Wäsche waschen. Internet. Nachdem Sie Ihren Unterlagen eingereicht haben, erhalten Sie vom Studierendenwerk die Wohnungsgeberbescheinigung und einen Zettel, wie Sie ins Internet kommen. Sie müssen eine Router kaufen. Und wo können Sie diese kaufen? Südring. Was den Router angeht, schaue zuerst in der WhatsApp-Gruppe deiner Austauschgruppe nach, ob abreisende Studenten ihre Router verkaufen. Wenn nicht, gibt es direkt neben dem Vogeliusweg ein Einkaufszentrum. Dort gibt es alles, was man braucht. MediaMarkt hat Elektronik, Kaufland ist ein Lebensmittelladen, in dem Sie fast alles kaufen können. Im Grunde ist es eine deutsche Walmart. Sie können dort auch Bettwäsche kaufen, wenn Sie keine mitbringen. Paul. Die Universität wird Ihnen erklären, wie Sie sich für den Kurs anmelden können und Ihnen alle diese Informationen geben, sobald Sie sich eingelebt haben. Achten Sie auf das erste Treffen per E-Mail. Wir wünschen Ihnen eine tolle Erfahrung in Paderborn und viel Glück. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch.